Dann schauen wir mal, was wir hier so mixen können. Ich glaube, das mit dem ohne Lotusblume. Die ist neu, die sollten wir mal mixen. Glaube, die ist nicht neu, aber die haben wir noch nicht gemixt. Auch wenn es dann auf Angriff zum ersten Mal rausläuft, statt auf dem charismatischen Weg. Aber können wir auch mal machen, für die Oma müsste es Zeit. Dann nehmen wir wohl was mit drei und mindestens ein Schild. Dann gibt es mal wieder nur einen Mix. Febe ist Lieblingstrink. Ein schneller Schluck. Ich hoffe, das ist das Richtige. Ich gucke nochmal. Dreimal Geschwindigkeit, einmal Schild. Der Drache jetzt. Infusion. Ja, sehe ich nichts Falsches dran. Ich denke, es wäre vergebene Mühe, mit Kreaturen zu diskutieren, die kein Gehirn mehr haben. Ich vertraue auf deine Kampffähigkeiten, denn und ich weiß, dass Scanny eine große Hilfe sein wird. Gut zu sehen, dass du etwas Verstand dazugewonnen hast. Komm schon, Scanny. Gehen wir Untote verdreschen. Stütz zu Diensten, auf zu gewaltigen Trauten. Genießt eure Reise und die Konversation und die Kämpfe. Ich hoffe, denen wird's gut gehen. Das ist das erste Mal, dass wir was nicht charismamäßiges nehmen. Jetzt sollen wir die Tötungsquest für die Eltern machen. Endlich eine angemessene Antwort darauf, dass deine Eltern ihren Tod vorgetäuscht haben, ist natürlich aufgeht, auf sie auszusetzen. Hoffentlich geht das durch die FSK. Die Eltern unseres Schurken wurden von Zwielichtflut angespült. Die Todgelaubten wurden zuletzt im Burgkern gesehen. Ein Fremdes in der Stadt, er hat eine Schwäche für Krebs und finstere Rüstung. Nicht? Dann aber so hier. Wir sind deine Eltern. Nein! Der Zwielichtflut hat mehr als nur die Wasser der urtümlichen Seele gespült. Zum Beispiel zwei lang verschollene Luftechos, die ihren Tod vortäuschten und ihr einziges Kind im Stich ließen. Nun will ihr Kind Rache nehmen und sie tot sehen. Wie ein tragisches Ende und Geschichte es verlangt. Die flüchtigen Eltern wurden zuletzt im Wattenmeer nahe Burgkern gesichtet. Potenziell Kopfgeldjäger sollten also dort anfangen. Und gib.
Oh, noch ein Quest. Warum soll es diesmal gehen? Ein Fremdes in der Stadt. Er hat seine Schwäche für Krebs und finstere Rüstung. Nee. Leider nicht. Ja, was sollen wir denn jetzt hier machen? Nämlich ist der Magierturm voller Beute, magischen Zeug, verbotenen Strukturen in Sammlung. Ich glaube, das mit dem. Da lässt sich was draus machen. Und den Turm hier auch noch. Nein, nicht. Das Mann mag Magiertürme. Der Magier von Moria hat seinen Turm auf, ja, Moria verlassen. Eine kleine Insel zwischen Niverduf und Delver. Wie es sich für einen Magierturm gehört, ist er angeblich voller Schätze. Gold, magische Gegenstände, verbotenes Wissen, Zaubersprüche, kurzum alles, was das Abenteuerherz begehrt. Aber sei gewarnt, der Magier war bekannt dafür, Streiche, Puzzle und Erfindungen zu lieben. Passt also auf Fallen auf. Zwei neue Quests. Das wird Anruf der Zeit. Der Wende selber Zeit. Und gute Nacht Zeit. Der dritte Akt sitzt wie nicht gut. Ich habe I guess 17 Entropie und Ether Bombus. Der Endzone ist Astralmond. Wen haben wir hier heute? Oha. Sie. Deine Questen werden auch immer merkwürdiger. Niemand zwingt dich, gerade diese zu nehmen. Wenn du nicht gerade eine hast, bei der man einen Basiliskenschwarm so jagen musst, passt sie. Tut mir leid, Basilisken kann ich keine bieten. Also hast du Interesse daran, einige Eltern zu töten? So sieht's aus. Apropos Familie, ich habe deine Schwestern schon länger nicht gesehen. Wie geht es ihr? Keine Ahnung, wir reden nicht mehr miteinander. Oh, das wusste ich nicht. Was Kneipenschlägereien anging, wart ihr ein unschlagbares Duo. Ja, sie ist mir wichtig, aber... Sie ist unseren Eltern... Sie ist unseren Eltern ähnlich geworden. Also kann ich sie nicht zu sehr in mein Leben lassen. Nicht, wenn ich mich selbst angemessen wichtig nehmen will, jedenfalls. Tut mir leid, das zu hören. Sie aus dem Leben zu verbannen, muss sehr schmerzhaft gewesen sein. Und ist es immer noch. Ich habe mich damit abgefunden und bin daran gewachsen. Es war alles, was ich tun konnte. Sicher. Aber die Wunde bleibt, nicht wahr?
Leute verletzen heilen. Sie können einem auch helfen. Ha, ein netter Gedanke. Aber am Ende läuft es immer darauf hinaus. Nicht jede Person muss zu deinem Feind werden. Du selbst auch nicht. Und ich glaube, du musst immer die merkwürdigsten Dinge sagen, wenn du die Chance hast. Das ist ein Segen, kein Fluch. Wenn du meinst, hat diese Schurke irgendwelche Geschwister? Nicht, dass ich wüsste. Oder sonst wer. Diese Eltern haben gewissermaßen ihren Tod vorgetäuscht und ihn zurückgelassen, als er noch sehr klein war. Und Briefe haben sie ihm auch nicht unbedingt geschrieben. Das würde wohl jeden etwas merkwürdig werden lassen. Was denkst du über diese Maßnahme, sie zu töten? Macht Sinn. Tut es das? Ja, sie waren und haben dafür niemals Konsequenzen zu spüren gekriegt. Das fällt immer den Kindern zu, nicht wahr? Und du findest, dass ermordet zu werden eine angemessene Konsequenz ist? Was ich denke, ist egal. Ich mache nur einen Job. Natürlich. Aber ich dachte, denk weniger. Oder besser noch, denk darüber nach, was du mir gleich servieren wirst. Kein Zögern, nicht mal ein wenig. Ich bin eine Kopfgeldjägerin. Ich dachte nur für Monster. Manche Monster sehen aus wie wir. Und dass du pro bono arbeitest, ist mir auch neu. Tue ich nicht. Ich erwarte einen netten Zahltag. Dieser Dieb hat sicher irgendwo ein paar Juwelen oder so versteckt. Nicht wahr? Verstehe. Also, Drinks. Drinks, natürlich. Wie willst du das Problem angehen? Mit einer Menge Kraft. Ich weiß nicht, wie stark sie sind, aber ich muss stärker sein. Etwas Verteidigung könnte auch gut tun, nicht wahr? Falls ihre Angriffsmuster komplexer sind, als du dachtest. Du hörst mir also doch manchmal zu. Deine Geschichten darüber, wie du gegen Trugbilder oder dreiköpfige Antilopen kämpfst, sind viel zu faszinierend, um sie je zu vergessen. Das will ich doch hoffen. Hast du etwas von diesen Eistieferzapfen herumliegen, die du mir damals für den Kampf gegen Berg mitgegeben hast? Wenn diese Penner urtümliche Magie beherrschen, brauche ich elementaren Schutz. Clever wie immer. Natürlich. Und diese Frostrüstung ist ziemlich cool. Zum Glück für dich und deine Gutes. Nein. Dich und deine Gesundheit habe ich erst letzten Monat eine große Ladung bei dir bekommen. Dann nehme ich welche davon. Und eine andere Herangehensweise ziehst du nicht in Betracht? Nein, außer? Na gut, gibt vielleicht noch eine Möglichkeit. Tut es das? Manche Dinge kann man einfach nicht mehr gerade bringen. Ich würde mir eher die Beine absehen, als wieder zu meinen Eltern zu sprechen. Aber diese Wunde ist noch frisch. Man könnte das Unvermeidbare eine Weile hinauszögern. Ich könnte sie vertreiben, in Angst machen und sie irgendwo verjagen, wo sie nicht mehr verletzen können. So kann er sie später immer noch finden, wenn er seine Meinung ändert. Vielleicht kann noch etwas gerettet werden. Es klingt, als bräuchtest du etwas Charisma und Geschwindigkeit. Bevor er was Drastisches tut, muss ich ihm dann zuvorkommen. Stimmt, etwas Geschick könnte auch helfen. Du weißt nie, wie sie reagieren könnte.
Schlimmstenfalls musst du einigen Angriffen ausweichen. Ha, gut möglich. Hast du was von diesem Inspirationsding? Du musst umfliegen. Ich kann nicht gut mit Wurm, wenn es um etwas geht, und vielleicht muss ich überzeugen, nicht ganz so großer zu sein. Ich könnte dir entweder Blitzsalbe oder Honigbogen anbieten, je nachdem, was dir besser schmeckt. Such es dir aus. Charisma, Geschick, Inspiration, das ist die sanfte Route, aber nicht die, um die ich gebeten habe. Also würde ich mich nicht über Stärke und Verteidigung beschweren, da diese Frustrüstung dabei ist. Ich fürchte, meine Entscheidung ist durch meine eigenen Umstände beeinflusst, also ein wenig Hilfe bitte. Immer wieder gern, Jade. Danke für den Vertrauen. Und das Urix, was übrig, sehr Durst. Okay, was mit viel Stärke oder mit viel Charisma? Ich will nicht, dass die hier umkommen. Das Schlägermeister passt doch bestimmt, oder? Nee, passt nicht. Doch, passt. Bei einem 1 Geschwindigkeit. Bisschen Intelligenz. Und dazu noch eine Infusion. Inspiration macht. Blitzsalbe habe ich, glaube ich, im Gespräch gehört. Sehr schön. Ist das hier schon getan? Brauchen wir hier noch ein bisschen Geschwindigkeit rein. Und hier viel Charisma. Schlägermeister. An die Striche nicht vergessen. Und ab damit. Vielleicht ist diese ganze Situation nicht so verloren, wie wir glauben. Würden sie nicht mit sich reden lassen, kann ich sie immer noch austricksen und dann um die Ecke bringen. Aber ich werde sie es zuerst mit Reden versuchen. Hoffen wir, dass das die richtige Wahl ist. Vertraust du mir nicht? Das hättest du wohl gerne. Erzähl mir später von deinen Erfolgen. Wenn ich noch Charisma übrig habe, dann wirst du es anders erfahren. Aber bis dahin, erzähl niemandem, weshalb ich unterwegs bin. Ich werde unser Geheimnis sicher verwahren. Ich meine, hier mache ich manchmal, verspreche ich manchmal, nicht, dass die so verschieden wären. Du liebst Geheimnisse, wie jede Fee, schätze ich. Stiehl nicht zu viel nach, während ich weg bin. Ich denke nicht mal im Traum daran. Oh, da ist unser Bade wieder. Nee, Alter, du musst mit ätherischem Bambus echt aufpassen. Der ist super cool und so, aber wenn du ihn falsch anschneidest, dehnt er sich auf und wusch, weg bist du ins ätherische Gewebe eingesaugt. Nun, für diese Fische, die dich umbringen, wenn du sie falsch kochst. Fische? Ja, sehen aus wie stachelige Bälle. Aber keine Ahnung, wie die heißen. Du meinst Kugelfische? Bingo! Boah, du bist auch hier, lol. Das bin ich. Jo, Digga, netter Trip. Danke, Ingo.
Inikum. Ingo ist auch ein guter Name. Das bleibt er jetzt. Er heißt jetzt Ingo. Nico, Nico, können wir bitte beim Thema bleiben? Thema? Oh, ja, also in jeder noch so kleine Erschütterung kann ein Riss erzeugen. Wie kann man einen schlafen Drachen töten? Wie wenn man einen schlafen Drachen stirbt? Eine falsche Bewegung und weg ist da alles. Also, wenn ich meinen Bogen falsch ansetze, könnte ich im ätherischen Gewebe verloren gehen. Na, Sigi, wäre ganz schön blöd, aber hey. Aber hey, wer weiß. Ich meine, wo ist der Spaß, wenn man alles ganz genau weiß? Sei mal kein NPC und lass dir ein bisschen Chaos stehen. Solange du keine falschen Noten spielst, wird schon nichts passieren. Aha. Nichts leichter als das. Vor allem, wenn ich unter Druck stehe. Insbesondere dann. Ganz sicher. Dann musst du dir keine Sorgen machen, Brudi. Könnte sogar mal praktisch sein. Wer weiß. Die Person, die das Ding gemacht hat, muss zumindest so einmal darüber nachgedacht haben. Das hat sie sehr oft sogar. Weil die Taverne ist ja heute sehr voll. Ein mystisch-magischer Morgen. Ich weiß, in der Theopraxis ist das später Nachmittag, aber die Details. Hendrix. Okay, pass mal auf. Ich habe das hier an deinem schwarzen Brett gesehen. Und darauf gesehen, dass du endlich jemanden losschickst, um den alten Magierturm zu untersuchen. Und dieser jemand, das habe ich zu ihm beschlossen, bin ich. Ich wollte schon ewig sehen, was dort alles ist. Das Timing ist perfekt. Hast du gerade Magierturm gesagt? Was geht ab? Es gibt einen verlassenen Magierturm nahe Nivertuf. In der kleinen Insel namens Morodia. Ah, die mit den Würmern. Warum? Ich glaube, jedes Ökosystem nennt Kindwürmer. Ja, das ist sie. Was sie dir einreden. Das ist das, was sie dir einreden wollen. Klar doch. Jedenfalls hat der Magier von Morodia schon eine ganze Weile niemand mehr gesehen. So sagt man. Und ich platze fast von ihr, was alles in seinem Turm hat. Bestimmt jedem explosives Zeug. Ich hatte ihr auf Altschriftrollen mit semi-verfluchte Objekte gehofft. Und natürlich Bücher mit Verbot und ich meine verlorenem Wissen. Er soll auch eine Menge seltsamer Kleinödien zurückgelassen haben. Natürlich, immerhin steht auf dem Zettel Fangpuzzle. Egal, was er versteckt hat, es muss ziemlich wertvoll sein. Vielleicht sogar der Schlüssel zur Unsterblichkeit. Oder er hat einfach nur Langeweile. Aber wenn er langweilig ist, dann designiere ich keine kleine Puzzles. Ich danke den Luft. Ich liebe es, wenn Dinge Bomben machen. Same. Weißt du was? Was denn? Du sollst mich und vor ihm hier mitnehmen. Ich höre Klingeln und ich bin dabei. Ich meine, die Entropie, die wir drei erzeugen, würden wären absolut perfekt. Wir würden den Prasses und tödlichen Feinden entgegentreten mit Verstand und Gewalt. Und Musik. Du hast meine Dietrich.
Und meine Regierung. Das ätherische Gewebe könnte vielleicht auch helfen. Ätherische Bambus? Aber ein Flucht über das ätherische Gewebe könnte nur mit Seide aus der Charibik funktionieren. Wie bitte? Die Gästespinne aus der Charibik nutzen ihre Seide, um das Gewebe zu, ja, weben halt. Dann ist es ja gut, dass die Seiten dieses Babys hier aus charibischer Seide sind. Großartig. Dann wäre dein Hegium unser Plan C. Sollte der Magier entgegen unserer Erwartungen zu Hause sein oder irgendwelche Monster auf uns warten, dann wäre dein Hegium unsere Rettung. Indem wir in das tierische Gewebe eintauchen. Keine Sorge, es ist, als wenn man träumt oder sich teleportiert. Du musst nur wieder herausfinden. Das kriegen wir schon hin. Ich habe eine telepathischen Master, einen Teleportation. Und ich bin sicher, dass sie uns einen perfekten Drink dafür machen kann. Irgendwas, was deine Hirnzellen angeht. Und mein Reflex, damit ich schnell bin und den Fall ausweichen kann. Gut, dass ich da keine Hilfe brauche. Aber sollten wir nicht in der Lage sein, uns zu wehren, falls etwas im Turm uns auf uns lauert? Viele Fragen. Viele Fallen heißt bestimmt viel Feuer. Da wäre Feuer ist dann sehr nützlich. Kampf klingt gut, ich tue es gerne. Aber ich treffe nicht gerne Entscheidungen. Das sollte unser NPC hier für uns ein Idiot. Okay, also entweder etwas Starkes, um vorzubrechen und alles zu bekämpfen, oder was sich uns in den Weg stellt, gepaart mit Feuerresistenz, um Fallen zu bestehen. Oder etwas unserem Verstand, das uns Fokus und Ende verschafft. Mal sehen, was tun kann. Ich bin nicht verantwortlich für das, was passiert. Das ist ja die Gar. Niemals, nee. Na dann. Ich glaube, Hast und Abfuhr hier erkämpfen. Feuerresistenz halte ich für sehr wichtig. Was war denn das nochmal? Ich stehe. Und dann nehmen wir bei der Chini einen Trank mit viel Stärke und ein wenig Geschwindigkeit. Ein 3 Stärketrank. Da kommt hier wieder nur eine Frage. Dann bauen wir noch ein bisschen Schild, um das hier zu machen, und dann hier noch und da noch Regenbogen-Trink. Da hat ich was falsch gemacht. So, hier muss das nur hin. Ein bisschen Charisma. Nein, wir brauchen noch ein bisschen Geschwindigkeit. Matrosenmaß. Genau der. Na dann, ab damit. Bitte sehr, feuerfestes Chaos. Danke. Oh ja, eine Lizenz zum Anstiften. Das habe ich nicht gesagt. Aber ich habe es so interpretiert.
Keine Sorge, wir werden es überleben. Und Moria auch wahrscheinlich. Wisst ihr, was wir tun sollten? Was denn? Wir sollten Jake mitnehmen. Auf Schätze fährt sich doch total ab. Eine weitere Klinge wäre definitiv ein Vorteil. Weißt du, wo sie ist? Sie ist bereits auf eine Quest ausgezogen. Also möglicherweise noch in der Nähe. Passt schon, wir nehmen sie einfach mit. Viel Erfolg. Danke, wir werden mit einer würdigen Geschichte zurückkommen. Ich kann es kaum erwarten. Ciao, Loser. Oh je. Bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Wir machen schon früher Feierabend. Und ja, gute Nacht.